Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einem neuen Video von Pokémon Go. Und zwar geht es heute um die zweite Generation. Ja, ich weiß, wurde schon viel gesagt und sehr, sehr viel darüber berichtet. Sagen wir es mal so, wir alle hoffen eigentlich, dass es spätestens im Frühjahr 2017 endlich soweit sein soll, dass Generation 2 in Pokémon Go erscheint. Was jetzt aber auch allerdings für euch sicherlich genauso interessant und wichtig ist wie für mich, ist natürlich, welche zusätzlichen Features wir eigentlich in der zweiten Generation zu erwarten haben. Dementsprechend habe ich mal für euch ein paar Infografiken herausgesucht. Und zwar ist es sehr wahrscheinlich, dass eine der ersten neuen Funktionen in Pokémon Go später sein wird, die Zucht. Ja, okay, das war jetzt gerade komisches Deutsch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es wird später sicherlich ein effektiverer Weg sein, um halt eure Lieblings-Pokémon weiterzuentwickeln. Um jetzt genauer auf die Zucht drauf einzugehen. Es wird so sein, wie ihr ja auch an der Grafik sehen könnt, dass es später ein weibliches und ein männliches Pokémon zu sehen ist. Es sind halt diese weibliche Grafik und auch die männliche Grafik. Es wird dann halt auch später eine neue Menüoption angezeigt, wo halt eure beiden Pokémon, das ist genauso wie in den Original Gameboy-Spiel, halt zu der Kindertagesstätte halt hinkommen. Ne? Also sie werden dann so angezeigt, das sieht man auf dem anderen Bild hier, dass die beiden halt nicht mehr zur Verfügung sind, zum Beispiel um jetzt in Arenen halt zu kämpfen. Sie sind halt weg und machen dann halt zusammen ein neues Ei. Also sie haben sich dann ganz doll lieb und so. Okay, darauf muss ich jetzt nicht unbedingt genauer eingehen. Es wird dann so sein, dass ihr, um ein neues Ei zu erschaffen, dann natürlich wieder laufen müsst. So ganz genau kann ich jetzt nicht sagen, ob ihr jetzt 15, 15 oder 20 Kilometer laufen müsst, um halt ein Ei zu machen mit eurem Pokémon. Aber so um den Dreh müsst ihr euch das vorstellen, wird das dann dementsprechend später sein. Eines natürlich der weiteren wichtigen Merkmalen in der zweiten Generation war ja damals, wie in dem Original Gameboy-Spiel, die Baby-Pokémon. Das Coole an der ganzen Geschichte ist auch logischerweise, wenn die Baby-Pokémon halt da sind, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Ditto sicherlich mit eingefügt wird. Es hat einfach damit was zu tun, dass es ja auch Pokémon gibt, die ja keine, naja, weibliche oder männliche Spezifizierung haben, wie jetzt zum Beispiel Tauros oder Kikli. Das sind ja Pokémon, die sind halt so da. Und da geht es natürlich auch darum, weil die ja ein Single-Geschlecht haben, dementsprechend auch davon logischerweise Eier irgendwie zu produzieren. Und ich denke, da wird Ditto doch eine recht große Rolle spielen. Wir alle wissen ja, dass es auch einzigartige, fantastische Pokémon in der Generation 2 gab damals. Und zwar wie zum Beispiel Onix zu Stalos. Später so sein, dass wir neue Items an Pokéstops bekommen, um den Entwicklungsprozess der jeweiligen Pokémon zu ermöglichen. Mit der Einführung der zweiten Generation wird es später auch so sein, dass Professor Willow einen neuen Auftritt hinlegt. Und zwar können wir uns später nochmal eins der neuen drei Starter-Pokémon aussuchen. Die zweite Generation wird auch später allgemein mehr abhängiger sein von der Tageszeit. Hat auch alleine damit was zu tun, dass es doch den Original-Gameboy-Spielen ein bisschen näher kommen soll. Und ja, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch so ein bisschen den Reiz an Pokémon Go ein bisschen näher bringen. Natürlich dauert das alles leider noch alles ein bisschen seine Zeit, aber vielleicht haben wir Glück und das Spiel kommt doch vielleicht ein bisschen früher, also das Update. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Würde mich freuen, wenn ihr hier nichts weiter verpassen wollt von Pokémon Go. Hinterlasst mir noch ein Abo, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss!